Ja, hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Tagung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich danke auch dem Team vom LVR für die sicherlich aufwendige Organisation dieser schönen Tagung. Dem Jüdischen Museum Berlin danke ich heute doppelt, denn nicht nur ist das Museum Gastgeber für diese Konferenz, sondern auch Kooperationspartner vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, worauf ich gleich zu sprechen komme. Mein Name ist Fine Kugler und ich bin Referentin für kriegsbedingt verlagertes Kulturgut. Gleichzeitig betreue ich aber auch den Bereich Erinnerungskultur am Zentrum. Ich möchte Ihnen die Datenbank Proveana des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste vorstellen und dann darauf eingehen, wie wir in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Berlin, hier speziell für die Online-Plattform Jewish Places, den Sprung von wissenschaftlichen Forschungsdaten zu einem Format gemacht haben, das sich durch Zugänglichkeit und Anschaulichkeit für ein breites Publikum auszeichnet. Zuerst sollte ich uns kurz vorstellen, was ist das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste überhaupt? Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, oder kurz Zentrum, ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit Stiftungssitz in Magdeburg. Das Gebäude sehen Sie auf der Folie. Und eine Außenstelle in Berlin. Das Zentrum ist der zentrale Ansprechpartner für Provenienzforschung in Deutschland und wird jährlich mit etwa 11 bis 12 Millionen Euro vom Bund gefördert. Seine Hauptaufgabe ist die Finanzierung und die wissenschaftliche Begleitung von Provenienzforschung in deutschen Museen, Bibliotheken und von Privatpersonen sowie die wissenschaftliche Vernetzung. Das Zentrum beschäftigt sich dabei mit den folgenden vier Kontexten: NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, kriegsbedingt verlagertes Kulturgut, Kulturgutentziehungen in SPZ und DDR und Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Insgesamt wurden und werden 539 Projekte gefördert. Davon laufen aktuell 109. Museen als Träger haben den größten Anteil mit 287 Projekten. Der Anteil von Projekten, die sich NS-Raubgut widmen, liegt mit 444 Projekten bei 82%. Informationen, die in den Forschungsprojekten gewonnen werden, werden über die Forschungsdatenbank Proveana des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste veröffentlicht. Meist steht die Provenienzrecherche zu konkreten Objekten im Vordergrund. Dabei ist auch eine Erforschung des historischen Kontextes erforderlich. Jeder Forschungsbericht, der am Ende einer Förderung beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste eingereicht wird, wird händisch ausgewertet und nach einem Prüfungsprozess in unserer Forschungsdatenbank Proveana veröffentlicht. Zusätzlich werden Daten extrahiert, Datensätze in HIDA angelegt und mit Quellenverweisen versehen. Auf diese Weise entstehen unglaublich viele Datensätze und es werden vor allem Querverbindungen zu Akteuren, Ereignissen, Sammlungskonvoluten und so weiter möglich. Diese sind als Entitäten in der Datenbank angelegt. Bisher sind in Proveana 199.089 Datensätze abrufbar und die Zahl wächst stetig. Ein Schwerpunkt innerhalb der Proveana bilden Einträge zu jüdischen SammlerInnen und KunsthändlerInnen, die von NS-verfolgungsbedingtem Entzug betroffen waren. Hier sehen Sie einen Screenshot von der Themenseite in Proveana und hier, wie sich die Einträge beim Aufrufen des Konvoluts darstellen. In diesem Zusammenhang entstanden über 790 Datensätze zu Personen und Sammlungen, Ereignissen wie zum Beispiel Auktionen und Ausstellungen, sowie zu Literatur, archivalischen Quellen und anderem. Neue Datensätze werden laufend veröffentlicht. Durch die Nutzung von Facetten kann das Suchergebnis weiter verfeinert werden und beispielsweise kann nach Datensatztyp, also Personensammlung und so weiter, oder auch geografischer Verortung sortiert werden. Eine Übersicht der Sammlungen ist außerdem auf der interaktiven Landkarte verfügbar. Proveana richtet sich vor allem an Forschende und konzentriert sich auf die Darstellung von Daten und Netzwerken. Hier sieht man zum Beispiel das Beziehungsnetz der Entität Sammlung Max Liebermann. Einen ungeübten Betrachter können solche Darstellungen schnell überfordern. Es ist also ein gewisses Maß an Datenkompetenz erforderlich, um mit Proveana-Einträgen arbeiten zu können. Hinzu kommt, dass in dieser datenzentrierten Aufbereitung die sehr individuellen Schicksale der verfolgten Jüdinnen und Juden nicht besonders anschaulich dargestellt werden können.
Aus diesem Grund sind wir sehr glücklich über die Kooperation, die das Jüdische Museum Berlin mit uns eingegangen ist. Die Geschichten von jüdischen SammlerInnen, die durch Projekte des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste erforscht worden sind, konnten wir auf Jewish Places sichtbar machen. JewishPlaces.de ist eine Plattform des Jüdischen Museums Berlin, die Wissen zur jüdischen Mikrogeschichte auf einer interaktiven Karte visualisiert. Wissen über jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum wird hier gebündelt und für jedermann zur Verfügung gestellt. Dabei ist Jewish Places auch eine Citizen Science Plattform, die zum eigenständigen Sammeln und Einstellen von Inhalten aufruft. Das Ziel ist, eine Auseinandersetzung und Aufklärung zu fördern und die Orte jüdischen Lebens aus Gegenwart und Vergangenheit als Bestandteil unserer Gesellschaft zu zeigen und zu bewahren. Die Schaltflächen, die Sie hier sehen, Einrichtungen, Biografien, Orte und Spaziergänge, ermöglichen themenspezifische Zugänge zu der interaktiven Karte. Auf der linken Seite kann man zu einem Angebot in leichter Sprache oder zur barrierefreien Suche navigieren. Für unsere Kooperation haben zwei Autoren auf Grundlage unseres Datenkonvoluts zu jüdischen SammlerInnen Biografien erarbeitet. Um diese aufzurufen, könnte man auf der Startseite den Button Biografien auswählen und dann auf dieser Karte hier browsen. Aber ich möchte jetzt nur die Biografien aus unserer Kooperation aufrufen. Daher gehe ich über die Netzwerk- und Kooperationspartner dorthin. Hier wähle ich das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste aus. Und dann sieht man auf dieser Partnerseite, ist unter anderem die Themenseite jüdische Sammlerinnen auf Proviana verlinkt. Dort. So, jetzt möchte ich die Biografien aber auf Jewish Places angezeigt bekommen und klicke auf Inhalte. Momentan sind 10 Biografien online, es werden bald 16 sein. Und ich wähle nun zunächst die Biografie von Ernst Polacek aus. Ernst Polacek ist als Kunsthistoriker und Museumsdirektor mit eigener Keramiksammlung bekannt. Nach seinem Tod 1939 war seine Frau gezwungen, seine wertvolle Sammlung zu veräußern. Im Kontext der Provenienzforschung würden wir hier also von einem NS-verfolgungsbedingten Entzug sprechen. Weiter unten auf der Startseite jeder Biografie kann man unter den weiterführenden Links auch immer den zugehörigen Datensatz in Proviana aufrufen. Und andersherum, wenn ich mir den Datensatz zu Ernst Polacek in der Proviana anschauen würde, dann würde ich dort den Link zurück zu Jewish Places finden. Welche Daten liegen dieser Biografie zugrunde? Ein Beispiel. Zwischen 2013 und 2016 förderte das Zentrum ein Projekt der Klassikstiftung Weimar, die ihre Bestände systematisch auf NS-Raubgut überprüfte. Im Rahmen dieser Forschung wurden Erkenntnisse zu den Biografien zahlreicher Personen gesammelt, darunter auch Ernst Polacek. Im Zuge der Auswertung des Projektberichtes wurden die Informationen zu Polacek in teils standardisierten Daten in Proviana erfasst. Diese Daten sowie die aufgeführte Forschungsliteratur waren die Grundlage für eine ausformulierte und mit Abbildungen versehene Biografie für Jewish Places. Jede Biografie auf Jewish Places hat mehrere Stationen, sodass der Lebensweg anhand der virtuellen Karte nachvollziehbar wird. Ernst Polaceks Weg beginnt mit Kindheit und Jugend in Liberec, damals Reichenberg. Zu jeder Station gibt es historische bzw. aktuelle Fotos, die sich auf die Biografie beziehen. Analog sind die anderen Stationen aufgebaut, sodass der Besucher der Seite ein eindrückliches Bild von der Person, ihrer Herkunft und ihrem Wirken gewinnt. Nicht immer konnten Bilder gefunden werden und manchmal war es auch ziemlich schwierig für unsere Autoren, an Informationen zu kommen. Wir wollten aber dezidiert nicht nur die sehr bekannten und ausgeforschten Persönlichkeiten zeigen, sondern auch unbekannteren Personen Sichtbarkeit geben. In der Provenienzforschung beschäftigen wir uns mit Personen, Orten und Ereignissen, aber vor allem auch mit Objekten. Diese sind in den Museen und anderen Kulturgut bewahrenden Einrichtungen heute Zeugnisse für das Schicksal ihrer ehemaligen Eigentümer. Gleichzeitig erzählen sie vom reichen jüdischen Kulturleben. Dabei haben wir
Daher haben wir an ausgewählten Stellen Objekte integriert, die sich noch in Museen befinden, beispielsweise nachdem sie restituiert wurden, und die stellvertretend von Verfolgung und Aufarbeitung berichten. Aus diesem Grund endet die Biografie von Ernst Polacek mit der Adresse des Badischen Landesmuseums, weil sich dort nach der Restitution und dem nachfolgenden Erwerb durch das Museum heute noch Stücke aus der Sammlung Polacek befinden. Der große Mehrwert, den wir durch die Kooperation mit Jewish Places gewonnen haben, ist das Sichtbarmachen von Forschungsdaten für ein breites Publikum. Die Community von Jewish Places ist sehr heterogen. So richtet sich die Website beispielsweise an Schülerinnen und Erwachsene, jüdische und nichtjüdische Menschen und steht auch auf Englisch sowie in leichter Sprache zur Verfügung. Wir konnten die Ergebnisse der Provenienzforschung an Museen und anderen kulturgut bewahrenden Einrichtungen in Deutschland in einem Format präsentieren, das über den Kreis der Provenienzforschenden hinausgeht. Die Forschungsdatenbank Proviana erwies sich dabei als Ressource, deren Daten für andere Vermittlungsformate erschlossen und nutzbar gemacht werden konnten. Auch in Zukunft werden wir solche Projekte und Kooperationen im Rahmen der Erinnerungskultur am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste anstreben. Wenn es uns möglich ist, dann auch gern wieder mit weiteren Biografien für die Plattform Jewish Places. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich dem Projektteam danken. Das sind seitens des Jüdischen Museums David Stutniberg als Koordinator sowie Anna Reindl, die uns im Rahmen ihres Volontariats unterstützt hat. Mein Dank gilt unseren Autoren Volker Keller und Gerhard Hase-Hindenberg sowie meinen Kolleginnen Sabrina Werner und Maria Obenaus. Und nun darf ich zuletzt noch Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit.